7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Weitere Beobachtungen zu meiner Bruthenne. Sissi macht jetzt alles, was Lena macht. Lena hat jetzt ihre 20 Minuten Freigang. Und Sissi nimmt genau wie Lena ein Sandbad. Ich selber habe gerade ein Brutei unter meiner Achsel geklemmt. Und ich habe es jetzt so markiert. Ich habe es gleich wieder unter meine Achsel geschoben, denn das Ei war kalt. Und zwar deswegen, weil sich Sissi aus dem Brutnest dieses Ei nach oben geholt hat. Wie sie das gemacht hat, keine Ahnung. Und sie hat versucht, dieses Ei auszubrüten, während ich am Computer saß. Und deswegen weiß ich nicht, wie lange dieses Ei nicht richtig bebrütet wurde. Jedenfalls, als ich in den Stall kam, habe ich es gefunden. Und es war kalt. Nachdem ich jetzt aber keine Ahnung habe, ob das Leben in diesem Ei bereits abgestorben ist oder nicht, lege ich es, wenn ich es jetzt aufgewärmt habe, wenn es richtig warm ist, wieder zurück in das Nest. Somit hat Lena jetzt nur noch 5 Eier zum Ausbrüten. Vielleicht ist es doch besser, wenn man am Anfang mehr Eier zum Ausbrüten lässt. Falls was schief geht, so wie bei mir jetzt gerade, so lernt man dazu. 10 Minuten hat sie noch. Es sind jetzt nur noch 4 Eier. Aber die sind warm, Gott sei Dank. Ich habe auch gerade gesehen, dass die Markierungen schwächer geworden sind. Also die muss ich das nächste Mal morgen nochmal mit Bleistift nachmarkieren. Das 5. Ei ist hier. Ich habe das jetzt ungefähr seit 10 Minuten unter meiner Achsel, weil es da am wärmsten ist unter der Achsel. Und es fühlt sich immer noch nicht richtig warm an. Aber probieren geht über studieren. Es fühlt sich immerhin jetzt lauwarm an und sollte doch noch darin leben sein, wäre es jetzt schade, das Ei vielleicht verfrüht schon aufzugeben. Aber manchmal ist es schon seltsam. Ich habe gerade das Video gemacht, 7 Tipps zur Bruthenne, in dem ich gerade gesagt habe, die Sissi stört nicht. Sie hat aber gewaltig gestört, weil sie hat jetzt dieses Ei ruiniert als Brutei. Vielleicht. Ich hoffe es nicht. Und wie man sieht, sie folgt der Lena überall hin. Lena geht jetzt unter die Hühnerleiter und Sissi muss da auch hin. Anscheinend werden die jetzt dicke Freundinnen. Und die Sissi hat keine Ahnung, dass sie mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Jetzt habe ich gerade die Idee. Ich sehe, dass jetzt die 20 Minuten gleich rum sind. Und in der Zeit kann ich ja mal fühlen, ob die anderen Eier sich auch so kalt anfühlen. Die fühlen sich jetzt schon kühler an, aber nicht so kalt wie dieses Ei, was ich gefunden habe. Und jetzt wieder dazu gebe. Und die Lena jetzt wieder zurück, bitte. Auf ihren Brutplatz. Lena, komm. Komm, komm, komm. Jetzt muss sie erst mal fressen. Puschel kommt immer sofort nachgucken. So, Sissi war schon wieder hier am Mitbrüten. Und das 3. Ei war außerhalb des Nestes jetzt schon wieder. Besser gesagt, das 2., das Sissi bebrüten wollte. Und jetzt habe ich hier einfach, das ist so ein Obstkarton von Erdbeeren. Der passt da perfekt rein, wie angegossen. So, und jetzt ist Schluss mit dem Zusatzbrüten von Sissi. Und Lena kann raus, wenn sie will. Und jetzt hoffe ich, dass alles gut geht. Du schaust jetzt, Sissi. Aber ich habe ja noch vor, ein Video zu machen über meine Hühner im Porträt.
die einzelnen Charaktere dieser Hühner. Und Sissi, so gern ich sie auch hab, aber sie ist wirklich eine Freche. Wobei, wie gesagt, ich sag jetzt frech, weil sie ist wirklich manchmal frech. Aber sie meint es vielleicht wirklich sehr freundschaftlich und will die Lena beim Brüten unterstützen oder ist irgendwie von diesem Brutverhalten angesteckt. Denn die Forscher haben ja laut neuester Erkenntnisse herausgefunden, dass die Hühner sehr viel Empathie besitzen. Und aus lauter Empathie hat sich Sissi mit diesem Brutverhalten einfach angesteckt. Und sie möchte jetzt auch brüten. Oh Mann. Ha, Puschel. Und jetzt noch zum Schieren. Ich versuche es, aber die Zwerghühnereier sind so klein. Ich sehe da wirklich nichts. Ich kann natürlich üben. Ich werde ab und zu mal üben, aber ich sehe da wirklich, das ist sehr schwierig, da irgendetwas zu erkennen. Vielleicht sieht man ja später was. In 14 Tagen oder so. Und ganz ehrlich, das ist jetzt kein Brutei, weil ich will jetzt die Eier nicht aus dem Nestklima herausnehmen, weil die haben jetzt heute schon die Unterbrechungen gehabt, dadurch, dass Lena draußen war. Und das eine Ei ist schon ausgekühlt durch Sissi und ich will jetzt dann nicht mehr stören. Ich habe jetzt einfach ein Ei aus dem Kühlschrank genommen, sorry. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Also bei den Bruteiern, ich habe das zweimal getestet und da sehe ich momentan nicht viel mehr, bis auf die Luftblase oben, die sehe ich. Und ob dann die Luftblase groß genug ist oder nicht, kann ich sowieso nicht beurteilen. Noch nicht. Dazu muss ich meine Hühner viel öfter brüten lassen. Und dann könnte ich mein Auge darin trainieren, zu erkennen, ob was befruchtet ist oder nicht. Aber ich muss auch sagen, ich möchte gar nicht so viele Hühner haben. Und sollten aus diesen 4 Bruteiern 4 Hennen rausschlüpfen, dann werde ich nur eine behalten und die anderen 3 abgeben. In gute Hände natürlich nur. Erst wenn meine Hühner nicht mehr so gut Eier legen, das soll ja so mit 5, 6 Jahren ungefähr passieren, dann will ich wieder eine fleißig legende Henne dazu haben. Und diesmal wollte ich Lena einfach mal brüten lassen und ich bin halt irrsinnig neugierig auf so ein kleines Küken. So ein kleines Küken zu haben ist halt was sehr Schönes. Darauf freue ich mich, falls es diesmal schon klappt. Vielleicht klappt es ja noch nicht, aber ich hoffe das Beste. Daumen drücken! Ich glaub's ja nicht, jetzt ist diese Sissi schon wieder drin. Die ist da trotzdem reingekrochen. Ich glaub's ja nicht. Jetzt schaut euch das an. Die Tür habe ich zugemacht, damit Sissi Lena in Ruhe brüten lässt. Und jetzt sitzt die da unten und tut so, als würde sie brüten. Unterhalb vom Stall. Wenn sie nicht drinnen brüten kann bei der Lena, dann eben da unten. Sissi ist jetzt in einem Zustand der absoluten Empathie. Sie will jetzt einfach alles machen, was Lena macht und klebt an ihr wie eine Klette. Heute früh habe ich mein Video 7 Tipps zur Bruthenne, das ich schon fertig glaubte, ausbessern müssen. Wegen dem sehr wichtigen Tipp Nummer 8, den ich auf die leichte Schulter genommen habe. Ich dachte, ich kann der Natur einfach ihren Lauf lassen. Und dabei hat mir jemand von euch noch den klugen Tipp gegeben, die Bruthenne von den anderen Hennen zu separieren. Die trinken sogar zusammen, ist echt Wahnsinn. Die Bruthenne von den anderen Hennen zu separieren ist wirklich sehr wichtig. Und das nächste Mal mache ich das ab dem ersten Bruttag. Aber aktuell sind vielleicht nur noch 4 der 5 Bruteier im Rennen, von denen noch nicht einmal sicher ist, ob sie befruchtet sind. Daher werde ich das nächste Mal die Bruthenne
7 Eier ausbrüten lassen. Ich denke, das erhöht den Bruterfolg. Denn die Bruthenne und ich, wir lernen. Es ist ja für uns beide das erste Mal. Und alles, was ich jetzt in diesen ersten Brutvideos festhalte, wird sich so, wie es jetzt ist, nie wieder ereignen. Es wird nie wieder genau so sein wie jetzt. Denn auch Lena lernt schnell. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass sie jetzt viel schneller wieder zurückgeht zu ihren Bruteiern als noch vor wenigen Tagen, als ich sie zu ihrem Nest zurücklotsen musste. Und jetzt reicht es schon, dass ich die Tür zum Gehege öffne und sie geht blitzschnell in ihr Nest. Beim nächsten Mal, wenn sie brütet, wird sie vielleicht auch schon von ganz alleine ab und zu ihr Nest verlassen und ganz alleine wieder zu ihrem Nest zurückgehen. Und schaut euch jetzt das an, jetzt geht Sissi zurück, als wäre sie die Bruthenne. Es ist wirklich faszinierend. Klasse! Ich habe schon seit längerer Zeit ein Video zu diesem Thema vorbereitet, aber jetzt sind diese aktuellen Ereignisse natürlich, sind mir jetzt wichtiger. Es sind einfach absolut interessante Tiere zum Beobachten. Jetzt schaut euch das an, wie die zusammenkleben. Jetzt hat es geklingelt, 20 Minuten sind rum. Ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht reingeht, dabei habe ich ja die Tür zugemacht wegen diesem Sissilein. Und das war's für heute, zu den letzten Tagen. Heute ist der 10. Tag. Und ich sag ciao, Pfiati, Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und heute ist der Morgen des 11. Bruttages. Und gestern bin ich endlich auf die Idee gekommen, das Brutnest auszutauschen, weil dieses Nest hier hat einen schmaleren Rand und ist höher, weil Sissi lässt sich nicht davon abhalten, mit Lena mitzubrüten. Und jetzt kann sie aber aus diesem Nest, weil das höher ist, die Bruteier nicht mehr rausholen, wie sie das bisher ein paar Mal gemacht hat. Schade, dass mir das nicht schon viel früher eingefallen ist, das Nest zu tauschen. Und bald müsste ich auch beim Schieren was erkennen können. Also weiter Daumen drücken und ich sag tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Ob er wohl Vater wird demnächst? Es bleibt spannend.